Hallöchen, ihr Lieben, zu unserem neuen Let's Play-Projekt. Wir spielen Lie-Eat, beziehungsweise The Lie-Eating Dragon and the Vermilion Vampire, also der lügenfressende Drache und der zinnoberrote Vampir. Das hört sich schon sehr vielversprechend an. Es ist eine Art Mystery-Adventure, entwickelt von Miwashiba, im Wolf RPG Editor und aus dem Japanischen ins Englische übersetzt von VG Person mal wieder. Inzwischen hat Lie-Eat auch schon 3 Teile. Mit diesen 3 Teilen soll die Story dann abgeschlossen sein. Aber wir gucken uns jetzt erstmal Teil 1 an, würde ich sagen. Schritt für Schritt, ne? Gucken wir erstmal, wie es uns so gefällt. Vom Stil werdet ihr aber gleich erkennen, dass das wieder Miwashiba ist. Ich finde, der Stil ist sehr, sehr ähnlich wie bei Alice Nair. Vor langer Zeit in einer kleinen Stadt lebte eine Familie von Vampiren. Das waren sehr nette Gesellen und sie verstanden sich gut mit allen Menschen dort. Aber in einer dunklen Nacht, da attackierte einer der netten Vampire einen Menschen in der Stadt. Bevor es jemand verhindern konnte, hatte er bereits das ganze Blut des Menschen ausgesaugt. Dass er einen Menschen attackiert hatte, wurde bald von den anderen herausgefunden und der Vampir wurde hingerichtet. Und die Menschen in der Stadt lebten glücklich und zufrieden. Sind Vampire real? Sind die böse? Vampire haben existiert, aber jetzt nicht mehr. Und wenn sie böse sein sollten, und ob sie böse sind, das kann ich euch nicht sagen. Ehrlich gesagt, ich bezweifle es, dass dieser Vampir die Person aus freien Stücken attackiert hatte. Naja, es wird spät. Ihr solltet ins Bett gehen. Warum können wir nicht alle zusammen schlafen? Wenn wir das tun, dann wird der Wolf kommen. Also versperrt die Tür und schlaft schnell ein. Wenn ihr zu lange wach bleibt, werdet ihr nicht in der Lage sein, einzuschlafen. Okay, gute Nacht, Vater. Wieso glaubt er, dass der Vampir nicht aus freien Stücken attackiert hat? Sehr verdächtig. Hey, laufen wir immer noch? Hey, Papa, hörst du überhaupt zu? Tust du doch, ja? Halt die Klappe, Runt. Sekunde, kurz mal nachschlagen. Was Runt ist? Wahrscheinlich eine Beleidigung. Hört sich zumindest irgendwie so an, finde ich. Ah ja, du zurückgebliebenes Jungtier, du Wicht. Ah, du Wicht. Wir sind fast da, also sei still und lauf. Ich bin kein Wicht, ich bin Effi. Und hör auf, mich so zu nennen. Das nervt mich. Oh Mann, du bist gemein, Papa. Ich meine, jedes Mal nennst du dich irgendwie anders. Hey, trag mich Huckepack. Ja klar, Huckepack tragen. Das kostet dich 100.000 G. Du Dummerchen. Die beiden mag ich schon. Huch. Wow. Krass, das war ja ein Video. Uiuiui. Siehst du? Wir sind da. Und denk dran, du musst mich hier Leo nennen. Hä? Antwort? Okay. Cool, wow. Ich war eben voll baff, dass da ein richtiges Video kam. Liar, Lügner. Mit jedem Atemzug lügt er oder lügt. Ist ja ein Item. Wieso ist das ein Item? Ach, das kann man equippen. Ist ja lustig. Langer roter Umhang, Diamantenornamente. Vielleicht bringt's ja bei Efina was. Das ein kleiner Keks. Naja, wir behalten das, glaube ich, erstmal, was die so anhaben. Okay, ist ja spannend. Schauen wir mal. Vermilion. Da steht Vermilion Town. Ah, Tag für Tag werde ich cleverer. Ah, ja, solange du es nicht sofort wieder vergisst. Ich mag die beiden, die sind cool. Ein Schild, okay. Also, was machen wir nun? Also, hier ist ein Informat.
ein Informant. Wir verkaufen die Informationen, die wir in der letzten Stadt beschafft haben, meine Güte. Diese Stadt scheint auch so ein bisschen Gleam zu haben. Sekunde. Ich habe schon gemerkt, bei diesem Spiel ist wieder ein anspruchsvolleres, ein Schimmer zu haben. Ein Zeichen, ein Schimmern zu haben, diese Stadt. Das schauen wir uns auch näher an. Und die Info verkaufen wir dann wieder? Ja, also, halt die Klappe. Hä? Okay. Alles klar. Zunächst brauchen wir einen Ort, an dem wir übernachten können. Lass uns versuchen, auf Leute zu treffen. Also schauen wir uns wahrscheinlich erstmal um, würde ich sagen, ne? Was haben wir denn hier? Guten Tag. Oh, die sehen alle ja voll süß aus, ne? Die Artworks sind ganz toll. Hm? Hä? Wieso bist du hier? Was geht dich das an? Wieso bist du hier? Ich ruhe nur meine Federn aus. Ich bin erschöpft. Ich werde später nach Informationen fischen. Oh, richtig. Falls ihr irgendetwas herausfinden solltet über die Legende dieser Stadt, dann erzählt mir das doch bitte. Dafür solltest du dann aber bezahlen können. Für was hältst du mich? Okay, anscheinend ist hier Informationen irgendwie die Währung oder so. Okay, da ist ein Durcheinander in diesem Schrank anscheinend. Oder in diesem Regal. Hier ist nichts wirklich Interessantes und eine Öllampe. Okay. Ich kann schräg gehen, super. Ach nee, ich dachte, das wäre ein Seiteneingang. Okay, hier sind Kisten. Hier ist ganz leer. Hier könnten wir ja bleiben, wenn es leer ist, oder? Geht das? Da ist etwas. Yeah, cool. Wir haben ein Messer, so eine Klinge, die so, wie nennt man das denn? So Säge, ein gesägtes Messer. Ein Sägeklingenmesser. Und einen kleinen Makaron. Nom, nom, nom. Lecker, ich mag Makarons. Wobei ich finde, dass sie vielleicht einen Ticken überbewertet sind, weil ich finde sie jetzt auch wieder nicht so geil, wie die Panik drum gemacht wird, muss ich jetzt auch mal sagen. Gucken wir mal kurz. Ja, super gut. Und ja, geil, das ist nämlich stärker, der kleine Makaron. Dann sollten wir hier alles gut absuchen. Ja, es gibt wohl kleine Kämpfe in diesem Spiel, aber wohl nichts allzu Schwieriges. Also ich nehme an, es ist ein bisschen ähnlich wie in den Spielen von Mogeko, dass das halt eher, ja, sag ich mal, Alibi-Kämpfe sind, die nur dazu dienen, dass die Story weitergeführt wird. Ist jedenfalls so meine Vermutung. Menno, ich hoffe, wir finden hier nochmal was. Hier ist ja nichts drin, ey. Auf jeden Fall sind hier jede Menge leere Häuser, in denen wir schlafen könnten. So, dann gucken wir hier mal. Ist auch alles leer. Nichts drin, nichts drin. Und die Kisten, ich gucke da ja immer, aber die kann man nicht auswählen. Also da passiert nichts. Das sieht ziemlich groß aus. Hallöchen. Hey, eine Katze. Hey, rede doch mit mir. Rede. Ach, verflixt. Will nicht mit uns reden. Was ist hier? Viele verschiedene Bücher. Okay. Können wir das da lesen? Scheinbar nicht. Naja, vielleicht reden wir später noch mit der Katze. Mal gucken. Waren wir jetzt in diesem hier drin gewesen? Nee, waren wir nicht. Wer bist du denn? Wow, die sieht ja auch cool aus. Harry. Trug vorher eine grüne Jacke. Hatte schwarzes Haar. Ah, das hat einen Moment gedauert, bis ich dich erkannt habe. Du hast schon wieder dein ganzes Aussehen verändert, hä? Aber diese Narbe auf deiner Wange, die verändert sich nie. Wer ist denn das Kind? Das werde ich später erklären. Weißt du, wo die Einwohner sind? Oh, brauchst du einen Ort zum Übernachten? Rede mit dem Typen in dem großen Haus im Nordosten. Ich glaube, die Leute dort sind eigentlich die einzigen Einwohner. Es wird einfach sein, sich einen Ort auszuleihen oder dass du einen vermietet bekommst. Verstehe, danke. Ich werde später nochmal vorbeischauen. Alles klar. Bye bye. Du auch, Kind. Lass uns gehen. Bevor sie noch mehr nervt. Oder bevor sie noch mehr auf den Wecker geht. Oh, Big Liar and Dragon. Oh, was ist das? Keine Ahnung. Komische Sachen haben wir da eingesammelt. Kann man das... Ah, okay, das... das zieht aber viel ab, ne? Ah, man kann eine Zweitwaffe. Boah, geil. Das ist ja cool. Hier scheint nichts zu sein, aber dann kann sie doch bestimmt auch noch was Zweites auswählen. Cool. Sind wir ja schon mal gut ausgerüstet. Das geht ja schnell. Vielleicht ist das hier die Person, mit der wir reden sollen? Oh. Hallo, mein Name ist Leo. Ich würde Sie gerne etwas fragen. Oh ja, gerne.
Gibt es irgendeinen Ort in dieser Stadt, an dem wir übernachten könnten? Ich habe Essen für uns. Also ist nur ein Schlafplatz das, was wir brauchen. Ihr seid Reisende? Nun, da gibt es einen Ort, ja. Meine Schwester und ich sind die einzigen Einwohner dieser Stadt momentan, wisst ihr? Ihr könnt überall, wo ihr wollt, bleiben, außer in diesem Haus und in der Bücherei. Und umsonst, keine Sorge. Super, vielen Dank für die Hilfe. Aber ein paar Leute mieten unsere Häuser, daher, ich weiß. Dieses Haus, das draußen die weißen Boxen hat, wurde gerade aussortiert? Oder da ist gerade jemand ausgezogen? Also könnte man es sofort nutzen. Nur solltet ihr ein paar Tage bleiben wollen, dann solltet ihr spät nachts nicht mehr rausgehen. Was meinen Sie damit? Ich meine, da ist ein ziemlich gewalttätiger Wolf, der nachts sein Unwesen treibt und der attackiert Menschen. Okay, verstehe. Passen Sie auf sich auf. Alles klar. Falls ihr irgendetwas braucht, bin ich normalerweise zu Hause. Oh ja, ich muss mich ja noch vorstellen. Ich bin Keith. Oh, ist das ein Mann? Keith Rickfire. Freut mich, Sie kennenzulernen. Keith, ja? Tut mir leid, falls wir Ihnen Umstände bereitet haben. Danke nochmals. Ja, wir werden uns wiedersehen. Ein Wolf? Das ist gruselig, so gruselig. Und du bist gar kein reisender Papa. Und du bist auch nicht Leo. Leo, du Lügner. Hier bin ich, Leo. Ey, ich kann Leo nicht aussprechen, ich sag jetzt einfach Leo. Einfach Leo. Verstanden, du Wicht? Ja. Schrei mich nicht so an. Okay, ich hab's ja verstanden, Leo. Gut. Wir haben jetzt also einen Ort zum Übernachten. Also lass uns jetzt zum Informanten gehen. Ja, cool. Aber wo ist der... Ach so, das könnte natürlich die Katze sein. Sieht zumindest ein bisschen informantentechnisch aus. Oh, cool, Candy. Oh nee, ich will nicht klauen. Wenn ich die Wahl kriege, will ich es doch dann doch lieber nicht klauen. Kommt man hier auch noch weiter? Wow, was ist das hier? Ah, Häschen. Cool. Und hier sind jede Menge Klamotten. Ich soll mit den Leuten nicht reden? Okay, schade. Sieht aus, als wären aus manchen die Innereien rausgenommen worden. Wisst ihr, was ich meine? Also die Wolle? Was ist das? Ein Schlüssel, aber was für ein Schlüssel? Der ist ja riesig. Aha, da wohnt Rachel. Und da ist die Küche scheinbar. Das ist eine Kerze. Und hier sind Gewürze. Eine Öllampe. So eine Art Dekoration. Ach, das geht nicht auf. Ist nur das Geräusch. Ein bisschen nass. Okay, was haben wir denn hier noch? Huch, jetzt bin ich reingegangen direkt. Ein Buch. Was ist das hier? Alles Bücher einfach. Ist hier was? Verschiedenste Bücher. Da ist ein Spiegel. Was ist das? Ein dickes Buch, ach so. Ist es schief? Oh, ich kann hier ja so rein. Das wusste ich gar nicht. Ein dickes Buch. Okay. Und hier haben wir irgendwas liegen, aber ich kann es, glaube ich, nicht lesen. Kann ich hier was essen? Nom, 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 nom. Ach, ganz sauber ist der leider. Diese ganze Stadt ist rot, selbst in der Nacht. Ich erinnere mich daran, dass mein Vater mir erzählte, woher unser Name kommt. Aber er ist nicht mehr bei uns. Was? Ach so, das ist, woher der Name kommt. Was? Oh nein, ich habe alles verpasst, was? Ach Mann, diese Stadt war einst sehr lebendig, mit jeder Menge Einwohnern. Aber jetzt sind nicht mehr so viele hier, wie man ziemlich simpel erkennen kann. Ein paar Besucher zumindest. Oh nee, ich glaube, sie hat über ihre Schwester oder was auch immer sie ist geredet, dass sie früher mal gut drauf war, aber jetzt nicht mehr. Also das ist alles, was ich so auf die Schnelle erkannt habe. Echt, Dovi. Hab viel zu schnell weggedrückt, ich bin so doof. Naja, egal. Ich dachte, es kommt wieder das Gleiche. Naja, habt ihr euch wahrscheinlich gedacht, dass ich das dachte. So, was haben wir denn da? Bist du der Informant? Schnappe! Ich glaube, ich bin ein geborener Lügner, also werde ich mal lügen. Oh, okay, aber wir sind ja jetzt... Ich attackiere mal normal. Ah, kleine Lüge ist das. Okay. Kein Problem für uns. Ich glaube, den haben wir ganz schnell erledigt. Cool. So, jetzt haben wir die kleine Lüge getötet.
Das ist ja lustig hier. Ah, das muss unser Haus sein. Oh, dann ist hier bestimmt der Informant. Das ist bestimmt der Informant. Hä? Das ist nicht der Informant? Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz in unser Haus. Da schauen wir mal rein. Das hier muss es sein. Das ist unser Haus. Ich schlafe jetzt. Darf ich nicht schlafen? Ein Durcheinander. Och, Manno. Na gut, dann müssen wir immer noch den Informanten finden. Haben wir jetzt was über die Legende dieser Stadt eigentlich herausgefunden? Sie wollte uns dafür doch Geld geben, ne? Wieso seid ihr hier? Was geht dich das an? Ach so, ja, das hatten wir ja schon. Okay, also wir... Hä? Halt mal. Hatten wir uns diesen Rucksack hier angeguckt? Ah, okay, nichts Interessantes. Ja, ich glaube, den hatten wir uns angeguckt. Ich glaube, man kann jederzeit speichern, ne? Das ist ja super, ich liebe Spiele. Ha! Halt, da ist eine Lüge. Wir kämpfen hier gegen alle Lügen in dieser Stadt. Okay. Was habe ich denn für Skills? Cool. Ich probiere es mal aus, ja? Oh, Efina kann leider nichts. Aua. Wow. Krass. Sie ist aufgestiegen. Das ist ja super. Überall sind hier kleine Lügen, die ihr Unwesen treiben in dieser Stadt. Kommt man hier drüben lang? Mich wundert immer noch, dass hier das hier nicht unser Informant ist. Hier sind doch jede Menge Bücher. Wo ist der denn? Hier drin? Ach, da geht's ja weiter. Mann, bin ich doof. Oh, ein langer Weg. Hä, ein Gitter? Hier ist ja gar nichts. Ich kann auch nichts drücken. Das ist ja fies. Ich dachte schon, jetzt hätten wir es weitergeschafft. Wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Hier geht's ja nicht lang, ne? Und hier sind ja alle leer. Die Häuser, also fast alle. Geht's hier sonst noch irgendwo oben lang? Nö. Ah, ich guck nochmal. Vielleicht geht jetzt der Weg durch die Küche durch. Hä? Eine Öllampe. Lass mich doch mal weiter. Okay. Vielleicht redet Rachel jetzt mit uns. Vielleicht ist sie ja die Informantin. Hey, du. Oh, was will... Wieso will sie nicht mit uns reden? Ich glaube, ich werde doch hier mal den Candy. Hihihihi. Hahaha, ich bin so böse. Okay, sie meckert aber auch nicht mit uns. Also nicht schlimm. Wo war denn sonst noch wer drin gewesen überhaupt? Nirgendwo, oder? Das gibt's doch nicht. Wo müssen wir denn hin? Das kann doch nicht wahr sein. Muss ich jetzt echt in jedes Haus einmal reingucken, um den Informanten zu finden? Oh. Was war hier gewesen? Hä? Ach, dich hatten wir ja noch. Stimmt. Ihr habt ein Zimmer? Ja, jetzt lasst uns übers Geschäft reden. Alles klar, alles klar. Ich habe mich schon darauf gefreut. Hä? Aha, also existiert der Blauvogel wirklich? Ja, ich konnte ihn nicht fangen. Aber das ist doch schon mal gut, richtig? Und du hast eine Feder mitgebracht. Das und diese Info reicht mir schon aus. Hier ist eure Belohnung. So, ich habe gehört, dass ihr ein Drachenei gefunden habt. Ist das wahr? Ja, bezüglich dem... Hä? Sie? Hä? Ach so! Oh mein Gott! Sie ist geschlüpft aus dem Ei! Ich kapiere es auch immer noch nicht. Ist das dein Ernst? Ja, wirklich! Ist echt! Real! Ahem! Sei vorsichtig, Mister! Du musst nett sein zu den Mädchen, okay? So! Also, was für eine Art von Drachen ist sie? Thunder? Amoeba? Sie isst Lügen. Das ist ihre Speisekarte. Und sie kann auf eine komische Art und Weise auf Feuer spucken. Es würde schneller gehen, wenn sie es dir einfach zeigt. Hey, Wichtelchen. Hey, es heißt Effie. Also weißt du, Effie... Er und ich sind Bruder und Schwester. Was? Unmöglich. Jep, ich habe gelogen. Huch. Oh, und nun was? Sie wird böse. Okay. Soll ich jetzt Feuer spucken oder einfach nur attackieren? Okay, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Verstehe. ja, das ging schneller.
Ich habe noch niemals gehört oder gesehen einen Drachen wie diesen. Hm, ist das so? Ja, ich eigentlich auch nicht. Aber das war's erstmal soweit. Ich bin ganz erschöpft von vielen Laufen. Alles klar. Wenn ihr wollt, oder wenn du willst, könnte ich sie für eine Menge Geld verkaufen. Hä? Nein, der Wicht steht nicht zum Verkauf. Aber ich werde dir vielleicht Infos über sie verkaufen. Du bist so gierig, du Gierhals. Wieso hast du gerade diese Stadt ausgewählt, um hier zu arbeiten? Es ist irgendwie so unvorteilhaft, hierher zu kommen. Und ich glaube nicht, dass der Wert der Informationen es wert wäre. Ach, na ja, wenn diese Vampirlegende wahr ist, dann wäre es doch die Zeit wert, nicht wahr? Vampire, pff. Ja, ja, na, jag doch nicht weiter hinter irgendwelchen Ammenmärchen hinterher. Also, ich, was? Ja, also, sie meint quasi, es ist ja ein Drache, ne, also. Ich sagte doch, ihre Blutlinie ist vor einer langen Zeit ausgestorben, aber ich bin mir sicher, ich liege richtig. Ach so, mir wurde gesagt, ihre Blutlinie ist vor langer Zeit ausgestorben, aber ich bin mir sicher, ich liege richtig. Wer sagt das? Das sagt mein Bauchgefühl. Jedenfalls, wenn irgendwas sein sollte, werde ich helfen mit meinem Wissen. Natürlich gegen Bares. Ja klar, also wir sehen uns. Verstehe, das war der Informant. Mann, das habe ich nicht kapiert. Ein Drachen, der von Lügen sich ernährt. Hm, sehr interessant. Loveberries, cool. Kannst du Drachen verkaufen? Naja, sie sind sehr selten. Außerdem haben sie widerstandsfähige Körper. Deswegen erreichen sie ganz gute Preise. Hauptsächlich als Sklaven. Sklaven? Ja, aber ich will das jetzt nicht weiter erläutern. Informier dich selber, wenn du es genauer wissen willst. Ich habe Dinge zu erledigen. Du kannst ja gehen und spielen. Aber verlass die Stadt nicht. Und auch nicht an, geh bitte auch nicht an irgendeinen anderen seltsamen Ort. Und hier ist noch ein Snack für später. Okay, hurra! Yay, ein Snack für später! Was habe ich denn gekriegt? Cherry Candy? Oder was? Weiß ich nicht. Oder Tea Cookie. Das kann es auch sein. Ist ja cool. Habe ich noch was Neues? Zum Ausrüsten? Ich glaube nicht. Schade. Ich speichere mal. 23 Minuten. Es soll ja nur eine Stunde gehen, ne? Aber ich habe mich auch ein bisschen doof angestellt. Was passiert denn, wenn ich jetzt einfach gehe? Ich gehe jetzt einfach. Oh, schade, es geht nicht. Ich dachte, es würde gehen. Okay. Ja, und dann könnten wir uns jetzt quasi einfach umgucken, ne? Zum Beispiel könnten wir zu der Katze gehen. Ach so. Oder wir informieren uns halt darüber. Ne? Was es mit Drachen auf sich hat. Was, willst du spielen? Ja! Ja, lass uns spielen! Alles klar. Lass uns Wortketten machen. Du beginnst. R ist für Relay. Sekunde. Ist das ein Relais einfach? Relay oder etwas übertragen. Oder eine Schicht oder was auch immer. Yammer? R ist für Roulette. Entertainer? Ach so, es endet ja auf E. Ach. R ist für, Ruler, also Anführer. Ruler? Ja, genau. Register. R? Ich weiß nichts mehr. Dann sind wir ja fertig. Also dann. Mann, du bist überhaupt nicht lustig. Ja, das stimmt. Das ist wirklich voll gemein. Och, mit mir redet er auch nicht. Was ist, wenn ich nochmal mit ihm rede? Oh, jetzt will er nicht mehr spielen. Du bist so lahm, ey. So lahm. Wortketten habe ich früher auch voll gerne gemacht. Vor allem während langer Autofahrten. Na gut, meine Lieben. Ich speichere erstmal und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Light wieder. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.